Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Eine weitere von der CDU-CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Diese Bundestagswahl ist eine Richtungswahl, weil sich entscheidet, ob die nächste Bundesregierung noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann oder nicht. Und ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn Sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf Sie achtet, dann werden Sie wieder Schulden machen und dann werden Sie wieder Steuern erhöhen, wie wir das von Ihnen kennen.